Der Asmo, so. Also es ist beschränkt. Also du hast nicht die Vorteile, die du auf dem PC hast. Ich finde es gut. Es ist eine Weiterentwicklung vom 15er, ganz klar. Es ist anspruchsvoll und es fördert das wirtschaftliche Denken meiner Ansicht nach. Wenn du diese Art Spiele magst, ist es kein Fehlkauf. Thank you.
Es ist sehr, sehr langwierig auf schwer. Also du brauchst lang, bis du so weit kommst. Aber es ist voll okay. Ich habe ja den 15er schon geliebt, das ist keine Ursache, gerne. Wenn du genauere Fragen hast, es ist halt, du hast halt durch den Schwierigkeitsgrad hast du die Preise. Also ich habe zum Beispiel ja schwer. Also deutlich tiefer. Danke für dein Follow. Mir sind die Preise deutlich tiefer. Du hast wenig Kapazität am Anfang. Also ich habe meinen Hof mit zwei Silos erweitert. Du hast Einstellmöglichkeiten, du hast ja Übersicht über die Fahrzeuge, was dich was kostet täglich. Du hast von den Tieren her tolle Übersicht. Du hast hier die Einstellmöglichkeiten, die also enorm sind. Du kannst alles Mögliche an- oder ausschalten, je nachdem, wie du willst. Du kannst Einstellungen machen. Schmutz zum Beispiel, automatischer Motorstart, Pflanzenwachstum, also je nachdem. Schon cool. Warum geht denn das wieder nicht? Müsste eigentlich kommen. Fehler drin, da muss ich die Einstellung noch mal anschauen. Ja, klar, dass das nicht kommt. Jetzt ist es da. Gut. Du hast auf der anderen Seite hier, wenn du Fahrzeuge, Geräte kaufst, du hast eine Begrenzung mit Slots, siehst du oben rechts. Wo du ein bisschen überlegen musst, kaufe ich die nie, brauche ich sie nicht, je nachdem, was es ist. Es ist herausfordernder als beim 15er. Beim 15er war es egal, wie viele Fahrzeuge das du gekauft hast. Von daher. Kannst die Fahrzeuge immer wieder umkonfigurieren, wie du willst.
Bequemer insofern ja, dass du eben mit dem Controller arbeiten kannst. Da hast du wohl recht. Und du hast den großen Vorteil auf der Konsole, wenn du dir ein Spiel holst und du willst es spielen, dass du weißt, es geht. Dass du nicht extra nochmal was runterladen musst, eventuell oder sonstiges ein und dann läuft es. Das ist der Vorteil. Draußen, da kann ich ruhig nochmal. Richtig, richtig entspannt zocken, relaxen. Auch das mit der Übertragung geht meiner Ansicht nach auf der Xbox leichter. Weil du kein zusätzliches Programm brauchst, du aktivierst Twitch, lässt es im Hintergrund mitlaufen, dann läuft es von alleine. Kannst du den Hof umbauen, wie du willst. Das ist halt auch das Schöne jetzt beim 17er, gell? Auf der Konsole zumindest beim 15er. Du hast verschiedene Mods, die eigentlich keine Mods sind. Also Mod ist die Halle unten, wo du siehst, wo die Förderbänder stehen. Das ist für mich ein Mod, aber die anderen Sachen, wo sie als Mod anbieten, zum Beispiel, wo haben wir den einen? Zum Beispiel hier, das finde ich also nicht als Mod, das ist ein DLC, der Holmer. Den finde ich persönlich als DLC.